Ich will gar nicht so lange drum rumquatschen. Ich zeige euch mein ganzes Hobby aus. Fange ich jetzt erstmal an. Und zwar erstmal mit diesem Halfter von der Belle. Ja, da ist direkt ein Haar dran. Von der Belle. Das ist einfach so ein pinkes Halfter mit so einem Haar, mit so einem Schmuckstück hier dran, sage ich mal so. So einem Anhänger. Den habe ich auch selbst gemacht. Und sie hat auch hier Fell und von unten sieht es so aus. Also auch ganz schön weich. Man sieht keine Klebestellen. Das hier ist das nächste Halfter von der Belle. Das ist einfach ein schwarzes, wo am Genickstück und am Nasenstück Fell dran ist. Und hier ist dann auch noch so ein Engel dran in rosa. Und der Strick, das ist so ein lilaner, geflochtener Strick. Und das Halfter habe ich auch selbst gemacht für die Belle. Dann habe ich hier das nächste Halfter. Das gehört dem Maskottchen. Hier ist so ein Bärchen dran. Und außerdem auch so ein Handmade-Zeichen. Mit dem passenden Strick natürlich. Habe ich auch, wie gesagt, selbst gemacht. Und es hat damals dem Dancer gehört. Aber als ich Mascotti dann bekommen habe, hat Mascotti das Ganze bekommen. Das hier, das ist Jacks Fellhalfter. Das sieht so aus. Das ist richtig cool. Und er hat von der Akira dieses Teil hier frei. Aber ich habe Akira ja nicht mehr. Das ist halt quasi als Erinnerung. Und das Bärchen hat er da auch noch dran. Und das ist so ein schönes, richtig cooles Fellhalfter. Dann hat Jack noch so ein Halfter, wo hier auch so ein selbstgemachter Anhänger dran ist. Und das Halfter ist auch selbst gemacht. Und hier am Nasenteil steht nochmal Jack drauf. Dann habe ich für Snow dieses Halfter hier aus so einem geflochtenen Band. Das Halfter ist auch selbst gemacht und hat hier auch so ein Handmade-Zeichen. Dann habe ich für Mascotti noch so ein Knotenhalfter, wo auch hier wieder so ein Engel ist. Und das habe ich auch selbst gemacht in einem DIY. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Da könnt ihr in 10 Minuten so ein richtig cooles Knotenhalfter selbst machen. Und hier ist auch noch so Fell dran. Kommen wir zu den Trensen. Und zwar ist das hier Mascottis Trense. Die habe ich auch selbst gemacht. Die sieht so aus, hat hier auch so ein anatomisches Genickstück. Und auch anatomisch geformtes Nasenstück. Und so sehen die Zügel einfach aus. Ja, das gehört dem Mascotti. Und da steht auch KB drauf. Dann hat Mascotti diese Trense hier noch. Und zwar ist die Trense auch selbst gemacht. Das war seine erste Trense, die ich für ihn gemacht habe. Und zwar hat die auch hier so einen schönen Stirnriemen, wie ihr sehen könnt. Ich versuche mal das zu. Ja, so. Auch selbst gemacht, wie gesagt. Mit so einem Westerngebiss drin. Und hier das Nasenteil macht man mit dieser Umlenkverschnallung zu. Und außerdem ist hier auf der anderen Seite auch noch so ein schöner Anhänger dran. Und das Genickstück ist auch anatomisch geformt. Das war das erste anatomisch geformte Genickstück, das ich jemals gemacht habe. Und hier habe ich den Kehlriemen so gemacht, dass man ihn hier so dran zumacht, mit diesem Teil hier sozusagen. Also nicht wie sonst immer, wie man das kennt. Als nächstes habe ich dann hier diese Trense für Mascotti. Das ist seine neueste Trense, die ich ihm gemacht habe. Das ist wirklich meine Lieblingstrense gerade, weil die mag ich einfach ganz besonders gerne. Mit diesem schönen Glitzerstirnriemen und diesem richtig schönen Fell-Genickstück und Nasenstück. Die ist aus Echtleder und das Gebiss ist auch, sieht so aus und ist auch selbst gemacht. Wartet mal ganz kurz, stellt natürlich nicht scharf, so. Es ist einfach gebrochen mit so einer Kinnkette, wie ihr sehen könnt, mit zwei Zügeln und solchen Gebissschonern auch noch, damit das Gebiss nicht durchs Maul rutscht. Am Ende von diesen Zügeln, also in der Mitte meine ich, sind auch solche Verstellteile wie bei echten Zügeln. Dann habe ich noch diese Trense, die gehört dem Jack. Die ist so eine braune mit so einem Nasenteil und mit Fell und einer Schenkeltrense. Einfach gebrochen und die Zügel haben so einen Haken dran, damit man die abnehmen kann. Denn die benutze ich für eine andere Trense noch. Und zwar für diese Trense hier mein Hackamore. Auch selbst gemacht. Das ist eher so schlicht vom Stirnriemen her. Das benutze ich eigentlich für fast alle meine Pferde. Ich habe hier auch so ein mexikanisches Reithalfter, was man dann an, da ist übrigens leider ein Glitzerstein abgefallen, was man dann an das andere, an die andere Trense vom Jack dran machen kann. Und man kann es also austauschen und dann hat man nämlich so eine mexikanische Trense. Dann habe ich hier noch solche Zügel, die sind auch selbst gemacht, die sind richtig cool, die sind irgendwie so biegbar, so voll lustig, aber die sind auch irgendwie trotzdem voll cool locker. Also so unbiegbar auch irgendwie, also ich finde die richtig cool. Die haben hier so Karabiner dran, so zwei Stück. Und ja, die benutze ich eigentlich immer für, wenn ich so ein bisschen, ja, ein Outfit habe, was so ein bisschen bunter ist, finde ich, passen die irgendwie zu allem. Und deswegen tue ich die dann immer an irgendeiner Trense immer dran und deshalb, die sind so alleine. Dann habe ich hier meine erste selbstgemachte Trense mit der Nähmaschine. So sieht die aus. Auch so ein anatomisches Genickstück.
und so einem Stirnriemen, der eher so schlicht ist. Hier steht natürlich KB drauf. Hier ist nur aktuell kein Gebiss drinne, weil das ist nämlich für den Jack eine Trense. Und der hat gerade eine andere. Und der hat nur ein Gebiss, deswegen. Ja, und die sieht so aus mit seinem Engelchen auch dran. Also ich finde die super, super schön, oder? Dann habe ich in meiner Hobbyhorse-Sattelkammer immer noch so einen Haken, wo dann so ein paar Gebisse dran sind zum Austauschen. Zum Beispiel einmal dieses Gebiss auch selbst gemacht. So ein Pelham, dann hier so andere Gebisse, einfach gebrochene. Oder dieses Gebiss, deren Gebiss, was keinem meiner Pferde passt. Dann habe ich diese englische Trense hier von Laurel Designs von Snow. Die ist halt einfach so eine einfache Trense, wo ich den Stirnriemen nochmal so schön verschönert habe, wie ihr sehen könnt. Und das Genickstück ebenso. Und ich habe hier auch noch so einen Sperrriemen dran gemacht. Dann habe ich so ein Halfter hier noch, so ein normales, langweiliges Lederhalfter. Hier als nächstes auch nochmal meine Favoritentrense mit so einem, ja, Glitzerstirnriemen und so einem weiß unterlegten Nasenriemen. Das ist für die Belle, das ist ihre Kandarrentrense mit so zwei Zügeln. Könnt ihr nochmal hier euch anschauen. Und hat auch hier so eine Kinnkette. Auch habe ich die selbst gemacht. Und ja, hier ist auch nochmal so ein schöner Anhänger dran. Der sieht so aus. So ein Pegasus oder so. Ja, ich mag die Trense sehr gerne. Ich diese Trense hier, das war meine erste selbstgemachte Trense in meinem Leben. Na, ich habe vorher noch eine gemacht, aber das war die zweite dann. Die sieht so aus, als so eine Western-Trense. Die benutze ich jetzt nicht so häufig. Die ist am Ende so offen, hat so Enden. Das finde ich auch richtig cool, oder? Dass die Enden so gemacht sind, die habe ich gemacht. Und ja, auch das Gebiss ist selbst gemacht. Das war mein erstes selbstgemachtes Gebiss dieser Art. Hier, ja, so ein Vorderzeug. Das gehörte ja der Akira, aber ich habe, da ist noch so ein Engelchen dran. Aber ich habe das behalten, weil ich es nämlich für einen Jack benutzen möchte, sehr gerne. Und ja, das sieht so aus. Noch so eine Trense auch mit einem anatomisch geformten Genickstück. Mit so einem, ihr wisst schon, Engel auch. Und diesem Gebiss hier. Da sind auch so Zügel, die habe ich aber gerade nicht dran gemacht. Ja. Passt dazu dann auch nochmal so ein Martingale mit so einem Teil. Ja, ist auch ein bisschen durcheinander gerade. Sieht so ungefähr aus. Und dann diese Trense, die ich eigentlich nicht mehr benutze, die wurde mir mit Mascotti mitgeliefert, ist von der Qualität jetzt auch nicht so gut und ich finde die einfach, die passt ihm auch gar nicht richtig. Ja, und da ist so ein Herzchen dran, das habe ich aber selbst dran gemacht, damit die wenigstens ein bisschen schöner aussieht. Und ja, dann habe ich hier noch so ein Lederhalfter, was ich erst neulich gemacht habe. Das ist gerade ein bisschen durcheinander, so mit so einer Fürkette, so halb. Ich blende euch einfach mal ein Bild ein, ich glaube, sonst kann man es nicht gut erkennen. So sieht dann die heiß beliebte Trensenwand aus mit den Trensen, die ich so aktuell benutze. Ich habe ja noch zwei Pferde zur Verfügung. Dann sind hier noch die Standard Laurel Designs Trensen, die jetzt nicht so cool sind. Also das habe ich dir jetzt nicht gezeigt. Und hier meine bekannte Tafel, wo immer drauf steht, was ich mit den Pferden mache. Das hier habe ich auch schon überlegt, mache ich mal weg, weil das benutze ich eigentlich nicht mehr. Und hier oben sind dann zwei Paar Schleifen, die ich gewonnen habe. Und noch so ein Horn, was man dann so, nicht Horn, ihr wisst schon, was ich meine, was man dann, doch Horn, was man dann an die Trense dran machen kann. Oder hier so eine Blume, auch voll cool, mache ich auch sehr gerne manchmal dran. Ja, selten, aber muss ich echt mal öfter machen. Und ja, genau so sieht die halt eben aus, diese Wand. Genau, und hier ist dann eben, sind halt eben so die Halfter gesammelt, die ich aktuell benutze. Ich habe aber noch mehr, die zeige ich euch jetzt gleich. Und hier stehen meine drei Lieblingspferde. Genau, Jack.